wieder mal wunderschönes Wetter. Und man wird hier direkt vom Seerauschen geweckt. Üblich in Norwegen, überall LTE Vollausschlag. Hier gerade bei der Fahrt durch einen kleineren Tunnel mit 6 Kilometer Länge. Wir haben es auch gerade fast geschafft. Und es ist der Hammer hier, wie sich dort das Wasser spiegelt. Wunderschön. Ja, und Uwe schießt natürlich ein paar schöne Fotos von dieser traumhaften Landschaft. Hier auf der Weiterfahrt machen wir eine kleine Rast, weil hier geht direkt eine Treppe runter zum Fjord und Uwe versucht jetzt hier dann nachher unser Abendessen zu angeln. So, Uwe versucht sein Glück. Jetzt bin ich mal gespannt, ob unser Abendessen gerettet ist. Oder ob es Dosenfutter gibt. Fjord nach Sognefjell sind wir jetzt hier auf ca. 1300 Meter und schaut euch das mal an, wie hier noch Meter hoch der Schnee liegt, aber auch hier landschaftlich der Wahnsinn. Wir sind hier am Rande vom Breheimen Nationalpark angekommen. Das ist eine Servicestraße, die geht so 1 bis 2 Kilometer weg von der 55er, die an den Breheimen vorbeifährt. Wir finden, das ist ein super Platz, wo wir hier nachts stehen bleiben können. Es ist absolut ruhig, weit und breit nichts zu sehen. Sind wir schon gespannt, wie das ist, hier mal so in der Einsamkeit. Gut, wir wissen, unser Prinz ist winterfest, von dem her wird es schon schief gehen. Genau.
Wir machen jetzt eine kleine Wanderung. Unser Ziel liegt auch in Sichtweite. Wir haben einfach vor, hier mal an dem kleinen See entlang zu wandern. Mal hier auf den Bergrücken hoch, weil von dort aus müsste man einen schönen Blick auf den See sehen und vor allen Dingen auf den, wie heißt der nochmal? Der National, auf den Breheimer Nationalpark. Mal hier in der Hochebene, da wachsen tatsächlich Blümlen. Finde ich ganz toll. Und hier an der Schattenseite wächst sogar Farn. Also der Fisch hat nicht angebissen heute Mittag und jetzt gibt es halt auch Dosenfutter. Aber zum Test von unserem Kochgeschirr für die Wanderung reicht es allemal. Wir haben jetzt nämlich extra mein alte Peak One, den ich schon vor zig Jahren in den USA gekauft habe, mitgenommen. Und haben gedacht, wenn wir mal unterwegs sind, dann kann man hier mal in der Pampa was zum Essen machen und das testen wir jetzt hier. Soll ich das mal da umschütteln? Ja. Oh. Eine gute. Eine gute. Ein Stück Wein haben wir vergessen. Ja, stimmt. Ah, jetzt windet es wieder. Aber gut, gell?
So, wir haben es jetzt 20.30 Uhr. Die Sonne steht immer noch relativ hoch. Es ist immer noch sehr warm. Und wir liegen hier in aller Ruhe noch draußen auf unserer Liege. Es ist absolut windstill und es ist auch absolut ruhig. Also man hört im Moment hier überhaupt nichts. Wahnsinn. Wir haben hier zwei schöne Tage verbracht und haben wirklich einmal diese Stille genossen, die hier herrscht. Also hier ist wirklich absolute Ruhe. Und es war jetzt richtig angenehm, mal so zwei Tage hier zu verbringen und zu entspannen. Ja, mal ein bisschen spazieren gehen, ja. Mal versucht zu angeln. Wir haben ein kleine Fischle gesehen, aber viel zu angeln gibt es hier nicht. Was auch noch ganz interessant ist, also Sonnenuntergang, die Sonne geht jetzt so in der Richtung hier unter. Um 23 Uhr ist Sonnenuntergang und auf der Seite geht die Sonne dann morgen früh um 4 Uhr wieder auf. Das heißt hier, Sogne, Fjell, geht die Nacht nur 5 Stunden. Ja. Die letzte Nacht war relativ kalt, plus 1 Grad, aber wir haben die Heizung auf 8 Grad gestellt und dann war das angenehm zum Schlafen. War total angenehm, ja. Mhm. Ja, und wir sitzen jetzt hier mit dem Gläsle Wein und mit ein paar Erdnüsse und lassen jetzt den letzten Abend hier ausklingen, bevor es morgen wieder weitergeht. Euch auch noch einen schönen Abend. Ja, einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ah, Nüsse. Ah.